Wer Mexiko bereist, kommt an einem Besuch der Ruinenstadt Teotihuacan mit ihrer berühmten Sonnen- und Mondpyramide nicht vorbei. Doch auch ein Abstecher zum ehemaligen Kloster in Acolman, gleich neben der Stadt der aztekischen Könige, lohnt sich. 1527 begannen die Franziskaner mit den Bauarbeiten. Ab 1539 übernahmen die Augustiner, bis diese Klosterfestungsanlage 1560 fertiggestellt war. Obwohl das Gebäude mehrmals überschwemmt wurde, sind seine Wandmalereien, die zu den ältesten in Lateinamerika gehören, noch erhalten. Das Kloster von Acolman birgt eine kuriose Geschichte. Sie dreht sich um die Entstehung eines Brauches, den man heute auf vielen Geburtstagsfeiern wiederfindet. Die Geschichte beginnt nicht in Mexiko, sondern in China, wo Marco Polo beim Neujahrsfest eine Entdeckung macht. Der Historiker Simón Allende Cuadra klärt uns auf. Marco Polo. Auf seiner Reise in den Orient sah Marco Polo, wie man Kuhfiguren bastelte, die mit Körnern gefüllt wurden. Man bemalte sie in den herrlichsten Farben, dekorierte sie mit Werkzeugen der Feldarbeit und hängte sie auf. Es ging dabei allerdings weder um den Inhalt noch um die äußerliche Aufmachung, denn die Kuhfiguren wurden verbrannt. Von Interesse war ihre Asche. Man glaubte, sie bringe Glück. Also verstreute man sie vor der Aussaat auf den Parzellen, damit die Ernte gut wird. Diese farbenfrohe Tradition soll Marco Polo so fasziniert haben, dass er sie aus China mitbrachte. Er nannte sie Piñata, abgeleitet vom italienischen Wort Pigna für Kiefernzapfen, was einen zerbrechlichen Tonbehälter bezeichnet. Für die katholische Kirche war der Brauch jedoch etwas zu heidnisch. Wenn die katholische Kirche etwas nicht gutheißt, macht sie es sich zu eigen und verleiht ihm einen eigenen Sinn. Und so machte man aus dem Fastensonntag den Sonntag der Piñata. Es wurde ein katholischer Brauch. Im 15. Jahrhundert verbreitet sich dieser Brauch in ganz Spanien. Doch im Land der Azteken und Mayas waren die spanischen Eroberer nicht die ersten, die mit Leibeskräften auf Tontöpfe einschlugen. Hier gab es ein ähnliches Fest, das Panquetzalistli. Es dauerte 20 Tage und fand zu Ehren von Huitzilopochtli statt, dem Sonnengott, der eine große Bedeutung hatte. Zu diesem Fest wurde ein Stock am Eingang des Tempels angebracht und weit oben ein Topf voller Federn und Edelsteine aufgehängt. Dieser wurde zur Wintersonnenwende in der längsten Nacht des Jahres zerschlagen. Am nächsten Tag wurde dann die Sonne, das heißt Huitzilopochtli, wiedergeboren. Ihm wurde dieses Opfer dargebracht. Auch bei den Mayas gab es ein Spiel, bei dem ein Topf voller Schokolade aufgehängt wurde, den man mit verbundenen Augen zerschlagen musste. Das konnte die erzkatholischen Spanier allerdings nicht erweichen. Es stand außer Frage, irgendeinem anderen Gott zu huldigen als ihrem. Die spanischen Mönche schmiedeten einen Plan. Juan Diego de Soria, der Prior des Augustinerklosters, holte sich auf einer Europareise eine Genehmigung ein. Eine päpstliche Bulle bescheinigte ihm, dass er 9 Tage lang eine Messe feiern dürfe. Wir befinden uns gerade genau an dem Ort, an dem 1587 die erste dieser Messen abgehalten wurde. Später erhielt sie den Namen Las Posadas. Daraus ging der Brauch der Piñatas hervor. Bruder Diego begründete eine 9-tägige Messe damit, Marias und Josefs Reise von Nazareth nach Bethlehem und ihrer vergeblichen Suche nach einer Herberge zu gedenken. Den Höhepunkt dieser Messe stellte die Zerschlagung einer Piñata aus Terrakotta dar. Die erste Piñata in Acolman aus dem Jahr 1587 sah völlig anders aus als die modernen. Es waren 7 Spitzen als Symbol für die 7 Todsünden an ihr befestigt. Den Spielern wurden die Augen verbunden, wie es auch die Maya getan hatten. Damit sollte gezeigt werden, dass ihr Glaube blind war. Man vereinte all diese Elemente, um sie für die Bekehrung zum Christentum zu instrumentalisieren.
Die Piñata symbolisiert den Teufel. Darum ist sie so auffällig mit ihren grellen Farben. Das Böse lockt uns. Wenn wir es zerstören, kommen all die Gaben zum Vorschein, die wir erhalten, wenn wir nicht vom richtigen Weg abkommen. Nur kann es manchmal ziemlich schmerzhaft sein, wenn man Gutes tun will. Vor allem, wenn man sich an einer Piñata versucht. Sie waren ziemlich gefährlich. Manchmal explodierten die Tongefäße und es gab Verletzte. Also begann man, sie zu bearbeiten. Heute werden sie aus recyceltem Papier gefertigt. Im Laufe der Zeit ging der religiöse Kontext verloren. Wir leben nicht mehr in Zeiten der Missionierung. Heute gibt es Piñatas sogar in Form von Superman und so weiter. Sie werden auf Geburtstagsfeiern, Taufen und anderen Familienfeiern aufgehängt und kaputtgehauen. Die Piñata verbreitet sich über die Jahrhunderte und über Ländergrenzen hinweg. 400 Jahre nach ihrer Entstehung ist und bleibt Akolman ihre Geburtsstätte. Es erfüllt mich mit Stolz, dass die Piñata hier in Akolman entstanden ist und dass sie heute in der ganzen Welt bekannt ist. In Akolman finden Sie noch die traditionellen Piñatas, die mit den sieben Spitzen.